Moin Moin und herzlich willkommen zur heutigen Sylt-Zeit mit Film-, Theater- und Fernsehschauspieler, Sänger und Synchronsprecher Fabian Harloff. Lieber Fabian, moin Moin. Moin, herzlich willkommen auf dem roten Sitzsack. Habe ich das in der Reihenfolge eigentlich jetzt so richtig aufgezählt? Gibt es da Ich überhaupt glaube, eine Reihenfolge? da gibt es, glaube ich, noch so einiges. Es gibt eigentlich nichts, was ich in dieser Branche nicht gemacht habe, außer Pornos. Und nein, ich spreche auch Werbung, eben auch Hörspiele. Ich habe auch als Schreiber, als Songschreiber schon für die Prinzen, für Lindenberg gearbeitet und so. Also ich mache echt viel, aber das ist auch gut in der Branche so, vielgleisig zu arbeiten, dann hat man immer was zu tun und verdient im Zweifel auch immer ein bisschen Geld. Und als ich ein kleiner Junge war, liebe Zuschauer, und aufgewachsen bin, da bin ich tatsächlich mit deiner Stimme aufgewachsen. Vielleicht muss man erwähnen, ich bin Jahrgang 1986, habe ich glaube ich noch nie erwähnt hier vor der Kamera. Und Sieht man dir nicht an? danke, als ich mit dir telefoniert habe, lieber Fabian, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen in die Kindheitstage zurückversetzt gefühlt und an meine Mutter gedacht, wie sie mir ein Hörspiel eingelegt hat zum Einschlafen. Und da gab es auch schon deine Stimme und die hat sich eigentlich bis heute gehalten, oder? Ja, also an der Stimme hat sich tatsächlich nicht. Also gut, wenn man bedenkt, ich habe irgendwie mit 7 Jahren, ja, da war ich noch nicht im Stimmbruch, habe ich meine erste Drei-Fragezeichen-Kassette besprochen. Die drei Fragezeichen und der Phantomsee, die zweite Folge überhaupt. Insofern hat sich die Stimme schon verändert. Aber dann habe ich mein ganzes Leben lang, also 86, als du geboren warst, hatte ich schon meine Hauptrolle in der TV-Serie TKKG. Und ich habe aber auch immer weiter TKKG gesprochen, die fünf Freunde gesprochen, drei Fragezeichen gesprochen und ich bin natürlich die Stimme von Bob der Baumeister. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Und eine ganz große Sünde, ich bin die Off-Stimme von den Teletubbies. Da bist du dann wahrscheinlich zu eingeschlafen. Da war ich tatsächlich schon zu alt. Warum eine Sünde? Ist das etwas, was du im Nachhinein bereust oder hast du es gern gemacht? Nein, ich habe es gern gemacht. Ich habe sogar auch das Lied gesungen. Also Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Aber es gibt viele Leute, die sagen, Teletubbies, du bist ja wohl nicht mehr ganz dicht. Mir hat Spaß gemacht. Ich bin auch einfach, mein Vater hat die ganzen Folgen geschrieben, also die deutschen Versionen geschrieben und Dialogregie gemacht. Und insofern blieb es nicht aus, dass dann der Sohn den Offsprecher macht. Ich finde es nicht schlimm, aber viele Leute lachen darüber. Ist auch richtig. Also man sollte so eine Sendung nicht bekifft sehen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, um das an der Stelle mal zu sagen. Und wo du gerade deinen Vater erwähnst, der war ja auch immer tätig in der Regie, deine Mutter als Assistentin auch. Ja. Bist du tatsächlich hineingeboren worden in die Schauspielerei, in die Synchronsprecherei? Ist das etwas, was dir einfach in die Wiege gelegt worden ist? Konntest du gar nicht anders? Ja, also es ist sogar noch schlimmer. Mein Großvater war auch Regisseur. Und ganz lustig, mein Vater hat in diesem berühmten Weihnachtsfilm mit James Stewart, Ist das Leben nicht schön? Dieser Schwarz-Weiß-Film, da hat mein Vater die erste Rolle bei meinem Großvater gesprochen. Und dann eben viele, viele Jahre später, auch in dem gleichen Alter, habe ich bei meinem Vater auch angefangen. Ja, ich bin da tatsächlich reingeboren, genauso wie mein Bruder, der ist ja auch Schauspieler. Ich habe eine Cousine, die ist auch noch Schauspielerin. Das ist aber genauso wie, wenn die Eltern in der Gastronomie sind, dann liegt es nahe, dass das die Kinder dann auch machen. Das ist in jedem Handwerk, würde ich sagen, so. Und wir haben einfach nichts Besseres gelernt. Es ist ja auch nicht so, dass dir die Schauspielerei und die Synchronsprecherei nicht liegen würde. Eingangs habe ich schon erwähnt, deine Stimme hat auch einfach einen hohen Wiedererkennungswert. Du bist bis heute sehr erfolgreich als Schauspieler tätig, aber wir wollen mal direkt zu Beginn der Sylt-Zeit etwas Licht ins Dunkle bringen, denn wir haben ja auch eine Gitarre im Bild. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, ist das etwas, was dir wirklich völlig eigen ist? Das hast du in deiner Familie für dich schon immer im Herzen getragen, die Musik, und das ist einfach ein Teil von dir? Ja, also wobei auch Musik immer in unserer Familie war. Ich hatte mit 6 Jahren Klavierunterricht, habe dann allerdings mit 10 Jahren, glaube ich, einen Film gesehen mit Elvis Presley. Und der hatte eine Gitarre in der Hand und um ihn herum irgendwie 10 Frauen, die ihn anhimmelten. Und dann wusste ich, welches Instrument ich zu erlernen habe. Und ja, allerdings habe ich, mein Bruder ist auch, ich habe auch mit dem lange in der Band gespielt. Mit 15 hatte ich meine erste Band, mit 17 meinen ersten Plattenvertrag. Also die Musik ist, das wissen die wenigsten, auch immer Teil meines Lebens gewesen. Ich habe in dem Musical Buddy Holly, habe ich Buddy Holly gespielt 3 Jahre lang. Da muss man wirklich das beherrschen irgendwie, um da vor 1500 Leuten jeden Tag zu bestehen. Nee, ich kann das und ich kann das gut. Also Fabian Harloff, ein echtes Multitalent, das jetzt zu Besuch auf Sylt ist und zu Gast auf dem roten Sitzsack. Du bist, was vielleicht auch viele unserer Zuschauer noch nicht wissen, aufs Land gezogen. Kürzlich, ich sage mal kürzlich, und fühlst dich da offensichtlich pudelwohl. Welche Rolle spielt Sylt in diesem Zusammenhang? Ist Sylt ähnlich wie dein neuer Wohnsitz pure Erholung für dich?
Sylt ist eigentlich jetzt zur Hauptsaison fast nirgendwo pure Erholung. Gerade wenn man auch noch einen Hund hat und den mit an den Hundestrand nimmt. Ansonsten haben wir hier ein kleines Häuschen und da haben wir einen Hintergarten und da ist es ganz schön kuschelig und da ist wirklich pure Erholung. Und es gibt ja auch, wie wir alle wissen, auf Sylt einige Orte, wo man auch während der Hochsaison es ganz kuschelig hat und auch einsam ist. Also das Haus, ist, muss ich dazu sagen, gehört meiner Frau. Ich kann mir das nicht leisten. Dein Leben verlief ja sehr abwechslungsreich, sehr erfolgreich. Du bist sehr früh, in sehr jungen Jahren, sehr erfolgreich als Schauspieler gewesen, hast aber trotzdem dann irgendwann nochmal eine Schauspielschule besucht. Ist das etwas, was man unbedingt tun muss? Hat dir das geholfen in der weiteren Karriere oder hättest du dir das auch sparen können? Also, ganz wichtig, diese Schauspielschule, Musicalschule, hat mir in meinem Leben nicht nur sehr weitergeholfen, sondern es waren auch so fast die schönsten Jahre meines Lebens. Man muss bedenken, in einer Musicalschule sind hauptsächlich Frauen zu finden oder Mädels zu finden, gut aussehende Mädels. Ja, das sind dann so 70% Mädels. Von den 30% Jungs, die da sind, sind mindestens 80% schwul. Das heißt, als junger Hetero hast du einfach eine geile Zeit. Und die hatte ich auch. Es war wundervoll. Und ich habe tatsächlich auch sehr viel, also gerade für die Stimme, sehr viel Technik gelernt. Und auch, also es musste jeder, auch wenn er Schauspieler war, tanzen und Ballett machen und sowas, tatsächlich ganz viel über Körperbeherrschung gelernt. Also diese Musicalschule hat mir sehr, nicht nur privat, auch beruflich sehr viel gebracht. Musicalschule ist ja schon noch was anderes als Schauspielschule. Ist das, erstmal ist das richtig. Und zweitens, hast du da auch dein Singen gelernt? Oder verbessert? Ich habe da tatsächlich mein Singen verbessert. Also bevor ich diese Schule besucht habe, war ich nach einer Stunde Singen platt. Und heutzutage, ich habe meine Konzerte gehen teilweise 2 Stunden, kann ich sofort weitermachen. Also wirklich sehr viel Technik gelernt. Singen ist zum Beispiel auf einer normalen Schauspielschule nicht dabei. Also kann sein, dass es so ein bisschen ist. Und Tanz eben nicht. Ne? Bewegung wird da gefochten und so. Nee, das ist schon ein bisschen was anderes. Aber natürlich auch schauspielerische Grundlagen. Aber im Endeffekt, man hat es oder man hat es nicht. Da frage ich gerne nochmal nach. Es gibt ja viele junge Menschen, die diesen Traum haben. Die würden sagen, Mensch, die Karriere, die der Fabian Harloff gemacht hat, das wäre eigentlich mein Wunschtraum. Würdest du denen empfehlen, besucht unbedingt eine Schauspiel- oder Musicalschule? Oder würdest du denen empfehlen, bewerbt euch einfach mal, macht mal bei einer Produktion mit und guckt, ob das überhaupt euer Ding ist? Ich würde den Leuten empfehlen, lasst es bleiben. Lernt was Vernünftiges, liebe Kinder. Die Branche ist, hat sich sehr verändert. Ne? Ich bin natürlich dadurch, dass ich da reingeboren bin, kannte ich die richtigen Leute und bin auch immer noch, ich habe dann gut vor der Kamera, musste dann auch vernünftig arbeiten, aber bin deswegen auch so gut in der Branche drin. Aber erstens, da reinzukommen ist super schwierig und zweitens zu bestehen. Es gibt viel zu viele Schauspieler und viel zu wenig Rollen. Es ist einfach so. Ich zähle mich zu den Glücklichen, die davon gut leben können, aber 80% aller Schauspieler können nicht von ihrem Beruf leben. Denkt dran, liebe Kinder. Ist das tatsächlich so? Würdest du sagen, das sind alles gute Schauspieler oder viele gute Schauspieler? Oder liegt das auch daran, dass viele gerne Schauspieler sein möchten, aber gar nicht so gut sind aus deiner Sicht? Naja, wenn man sich mal RTL 2 anguckt, die ganzen Serien, die da laufen, dann gibt es doch tatsächlich viele Leute, die glauben, Schauspieler zu sein. Aber das geht ja auf keine Kuhhaut, was man da sieht. Es gibt tatsächlich ganz viele, die glauben, nur weil sie nicht mal Hochdeutsch einen Satz gerade aussprechen können, dass sie dann schon Schauspieler sind. Nein, das ist ein Handwerk. Also wenn man das wirklich machen will, dann sollte man das lernen. Es ist wirklich wie Bäcker, wie Koch. Es ist ein Handwerk, das wirklich von der Pike auf gelernt werden muss. Und auch dann hat man aber nicht unbedingt die Chance, auch wirklich in diesem Beruf zu bestehen. Es ist eine sau schwierige Branche, genauso wie die Musikbranche. Die schönste Zeit, hast du eben gesagt, war während deiner Ausbildung im Rahmen der Musical- bzw. Schauspielschule. Es gab noch andere schöne Zeiten. Also ich habe dann zur Jahrtausendwende 3 Jahre lang die Serie Rote Meile gespielt in München. Das war auch super. Da hatte ich das war eine Serie, da ging es auch um ein Striplokal. Und auch da waren
hatte ich eine schöne Zeit. Also alles, was mit Frauen zu tun hat, alles, was im weitesten Sinne mit, ja, irgendwie, ja, doch muss man einfach sagen, mit Frauen, mit dem anderen Geschlecht, mit Party, mit Spaß zu tun hat, war schon irgendwie immer dein Ding. Heutzutage ein etwas ruhigereres Leben. Auf jeden Fall. Freust du dich hier auf Sylt, wenn du ankommst, über jedes Wetter oder sagst du, naja, wenn es regnet, dann fahre ich am liebsten direkt wieder weg oder wenn die Sonne so scheint wie heute, dann ist es mir auch so heiß am Strand. Was hast du am liebsten hier auf der Insel? Am liebsten habe ich, sage ich mal, 3 Grad kühler und ein bisschen Wind. Nein, das normale Sylter Sommerwetter, während in Hamburg die Leute schwitzen, hier trotzdem noch ein Lüftchen weht. Das ist so mein Lieblingswetter und ich gehe auch, wir haben eben Hunde, ich gehe auch an Hundestrand und eigentlich gibt es, aber ich bin auch gerne, wenn es richtig knacke kalt ist, minus 10 Grad, bin ich auch gerne hier am Strand unterwegs. Normalerweise gehe ich jeden Morgen joggen. Das geht natürlich mit dem Hund im Moment nicht. Das geht ja nur in der Wintersaison. Ich finde es bei jedem Wetter geil. TKKG, 5 Freunde, 3 Fragezeichen, SK-Babys und Gute Meile. Und jetzt natürlich seit 13 Jahren inzwischen Notruf Hafenkante. Genau. Die Liste könnten wir tatsächlich noch etwas weiterführen. Das sind alles Begriffe, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, die Menschen mit dir, Fabian Harloff, meinem heutigen Gast hier auf dem Roten Sitzsack, in Verbindung bringen. Ich frage dich jetzt einfach mal ganz offen heraus, ist die Schauspielerei und die Synchronsprecherei ein Job für dich und die Musik tatsächlich eine Herzensangelegenheit? Und bevor du jetzt antwortest, der Hintergrund ist, ich habe mir ja das Booklet von deinem neuen Album mal ein bisschen durchgelesen und dann habe ich tatsächlich das Gefühl, das ist nicht ein Teil deines Lebens, sondern das ist wirklich ein Teil von dir. Ich kenne dann Fabian Harloff, wenn ich mir das durchlese. Es ist tatsächlich, also erstens muss ich natürlich immer sagen, es gibt ganz viele Schauspieler, die plötzlich dann singen und die es einfach nicht können. Aber auch die Musik war immer ein Bestandteil meines Lebens. Ich habe, wie gesagt, ich habe für große Leute getextet und so weiter. Ich habe immer schon Musik gemacht und ich mache das gut und ich mache das professionell. Also ist es kein Hobby. Aber trotzdem bin ich natürlich durch die Schauspielerei berühmter und verdiene auch mehr Geld damit. Aber du hast natürlich total recht. Also dieses Album ist, ja, ich habe mein Innerstes nach außen gekehrt. Das hat wirklich 3 Jahre Entstehungszeit. Genauso lange lebe ich auch schon auf dem Land. Das Album heißt ja Auf dem Land. Und es ist im Endeffekt, ich habe jetzt, vor 9 Monaten haben wir ein kleines Baby bekommen. Aber das ist mein zweites Baby. Und natürlich ist mir mein eigentliches Baby, meine Tochter, am allerwichtigsten. Aber dieses Album ist mir eben auch sehr wichtig. Also Fabian Harloff vom Partymacher zum Familienmenschen mit Frau, Hund und 2 Babys, wie wir gerade. Und Pferden. Viele, viele Pferde. Ja. Dann bleiben wir mal bei dem Thema. Wie hat sich dein Leben durch den Umzug aufs Land verändert? Gibt es etwas, was du vermisst aus der Stadt? Oder sagst du nein? Also das hätte ich vielleicht sogar schon ein paar Jahre früher machen sollen. Also meine Sehnsucht nach dem Land ist sowieso schon sehr, sehr lange. Nur um aufs Land zu ziehen, braucht man ja auch die richtige Frau. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich die richtige Frau dafür gefunden habe. Im Endeffekt hätte ich diesen Schritt schon gerne früher gemacht, aber jetzt habe ich ihn gemacht und bin glücklich wie wirklich nie zuvor. Die einzige Sache, die ich auf dem Land vermisse, es gibt keinen vernünftigen Pizza-Service, es gibt keinen vernünftigen Asia-Service. Das gibt es hier ja alles. Ja. Hier ist es überhaupt kein Problem. Ja. Und ja, also man ist natürlich, man ist autark, man muss sich selber um alles kümmern, aber inzwischen habe ich mir gedacht, dann baue ich mir eben einen eigenen Pizzaofen an. Das ist sowieso viel geiler. Oder die gute alte Tiefkühlpizza tut es ja manchmal auch. Nein, nein, nein. Okay, in diesem Falle nicht. Liebe Zuschauer, bevor wir gleich von Fabian Harloff etwas hier live und on air hören werden von deinem neuen Album, müssen wir einmal über ein Thema sprechen, was wir tatsächlich bis jetzt so ein bisschen vernachlässigt haben, nämlich das Texten. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Du hast für große Leute getextet, du warst an großen Songs beteiligt und du hast einen Song getextet, der eigentlich fast bei Tokyo Hotel gelandet wäre, dann aber doch nicht. Warum nicht? Na, das war meine eigene Eitelkeit. Also das ist ja schon sehr, sehr lange her und ich habe einem Produzenten dann so meine ganzen Stücke vorgespielt. Das macht man so, man geht ins Studio und redet und trinkt einen Kaffee und ach, hör dir da mal das an, was könntest du dir vorstellen? Nur ich war bei dem Produzenten, um mein eigenes Album oder meine Songs vorzustellen und er sagte dann, ja, da ist so eine Schülerband, die wollen wir produzieren. Könntest du dir vorstellen, einen der Songs da mal für die anzubieten? Und da war ich leider zu eitel, zu sagen, ja, können die gerne machen. Und irgendwann, ja,
stellte sich heraus, dass das Tokyo Hotel war. Und dann hätte ich mit diesem Song schon sehr viel mehr Geld verdient als jetzt. Schade eigentlich. Auf der anderen Seite, so ist es dein Song geblieben, ja. Was ja auch nicht wirklich schlecht ist, liebe Zuschauer. Ja, Fabian Harloff hat eben verraten, er möchte gleich an den Strand gehen, genießt hier die Ruhe auf Sylt. Es gibt aber natürlich gerade jetzt in der Hauptsaison ganz viel zu erleben. Es sind zahlreiche Veranstaltungen in den kommenden Tagen und Wochen. Welche genau? Das sehen Sie jetzt cool. In den Sylt 1 Event-Tipps. Viel Spaß! Berlin, München oder Hamburg, dort ist bewegend und auch sehr interessant. Ich lebte und liebte Großstadtleben, bis ich irgendwann in der Stadt nicht mehr stattfand. Ich fühlte mich ein wenig lahm und leer gelebt. Da muss man raus und sehen, ob's noch was anderes gibt. Ich möchte leben auf dem Land. Ich möchte lieben auf dem Land. Den Frühling riechen, den Sommer spüren, den Herbst erleben, im Winter frieren. Ich lieb das Leben auf dem Land. Schauspieler, Synchronsprecher und ganz offensichtlich auch Sänger Fabian Harloff ist weiterhin zu Gast auf dem Roten Sitzsack. Liebe Zuschauer und lieber Fabian, tatsächlich, obwohl wir natürlich wollen, dass möglichst viele Menschen dein neues Album käuflich erwerben und die Musik zu Hause genießen, live tatsächlich viel besser als vom Band. Ja, ich kenne ja auch noch die Zeiten, wo man hier am Strand sitzen konnte, ein bisschen den Grill anwerfen und da war natürlich immer die Schlaggitarre dabei. Also ich mache Spiel leidenschaftlich seit so vielen Jahrzehnten Gitarre, das irgendwie kann ich das auch und das ist eben auch dieses Album, das hat nichts mit irgendwie Michael Wendler zu tun, der irgendwo drauf drückt oder sowas, das ist wirklich alles selber produziert, die ganzen Stimmen, die sind von mir, ich habe sehr viele Gitarren selber gespielt, habe das mit meinem Gitarristen produziert, auch auf dem Land, ihr hört keinen einzigen Synthesizer, es ist alles pures Gefühl. Ist die Musik an der Stelle dann auch die direkteste Form für dich, den Menschen einen Teil von dir mit auf ihren Weg zu geben? Weil irgendwie ja doch live gespielt direkter vielleicht, als wenn man dich im Fernsehen sieht oder ein Hörspiel hört. Oder kann man das vergleichen mit dem, was du ja auch gemacht hast, auf einer Musicalbühne stehen? Das ist eigentlich das Naheliegendste. Ne? Also das ist auch das Schönste für mich, mit meiner Band diese Songs live zu performen. Natürlich lohnt es sich trotzdem, das Album zu kaufen. ich mache diese Musik wirklich auch, um auf Tour zu gehen und um live möglichst vielen Leuten Spaß zu bereiten. Und eben auch wirklich mein Innerstes nach außen zu kehren. Ich verrate natürlich nicht alles in den Songs, aber vieles. Ich möchte gerne nachfragen, weil du gesagt hast, von der Schauspielerei und der Synchronsprecherei kannst du gut leben, was mich persönlich sehr freut, das sei dir ja gegönnt. Ich finde es aber trotzdem schade, dass das mit der Musik offensichtlich schwieriger ist. Hat sich das auch in den Jahren verändert, weil es heute einfach iMusic gibt, weil es heute MP3 gibt, weil heute einfach die jüngere Generation alles nur noch downloadet? Ist das so? Das ist für uns, gerade für uns Autoren, ist das eigentlich das größte Problem. Es gibt ja die sogenannte GEMA und alle das, was runtergeladen wird und gestreamt wird und so, das ist so wenig Geld, was für uns Schreiber da übrig bleibt. Das ist für alle Musiker wirklich ein großes Problem und da gibt es auch noch keine Regelung. Das war eben damals anders. Heutzutage bist du schon in den Charts, wenn du, glaube ich, 8000 CDs verkaufst. Damals war man in den Charts ab 200.000 oder sowas. Und das ist, also wie gesagt, das hat sich alles total verändert. Das ist schade, aber wir müssen damit eben nun mal leben. Vorteil ist natürlich, dass auch jemand, der nicht so viele Beziehungen hat, seine Songs ins Internet stellen kann und die kleine Chance hat, eventuell berühmt zu werden. Und wenn man es drauf hat und live gut rüberkommt, so wie du, lieber Fabian, dann kann man ja mit Live-Auftritten tatsächlich noch Geld verdienen. Und wir von Sylt 1, dem Sylter Fernsehen, haben tatsächlich natürlich recht gute Kontakte, liebe Zuschauer, zu den Veranstaltern hier auf der Insel. Und vielleicht wäre es ja mal drin, dich und deine Band hierher zu holen, beziehungsweise wenn ihr sowieso hier seid, und mal einen Gig zu starten. Was hältst du davon? Ich brauche auch keine Übernachtungskosten. Wir haben ja ein Haus hier. In diesem Sinne, wir bleiben da mal dran. Für heute ist die Syltzeit leider
am Ende angekommen. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Fabian. Genieß den Urlaub hier auf Sylt und ich bleib da tatsächlich dran, vielleicht irgendwann mal live auf der Insel. Ich fände es toll. Danke dir. Super gerne. In diesem Sinne auch Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute zugeschaut haben. Bleiben Sie uns wie immer treu und bis zur nächsten Sylt-Zeit. Machen Sie es gut. Ciao, tschüss, bis dahin.